Ja, hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Videoblog. Ich möchte euch heute meinen neuen Rucksack vorstellen, mit dem ich hier in Afrika unterwegs bin, den Tilopa von F-Stop. Ja, zunächst mal sorry für die Sonnenbrille, aber bei der Umgebung wollte ich definitiv das Video nicht indoor hier in meinem Bungalow drehen. Und deswegen Sonnenbrille, deswegen vielleicht doch mal das ein oder andere Windgeräusch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber ich wollte euch einfach die Umgebung nicht vorenthalten. Ne? Also wenn ihr den Schwenk jetzt hier seht, also ja, da konnte ich einfach nicht drinnen drehen. Ja, auch eine andere Sache gleich vorneweg. Ich bin seit neuestem im Ambassador-Programm von F-Stop. Das heißt, ich bin an Produktentwicklungen beteiligt. Ich bekomme die Sachen im Shop billiger, wenn ich da was einkaufen möchte. Trotzdem, F-Stop bezahlt mich nicht für dieses Video. Das ist meine eigene Meinung. Und F-Stop habe ich auch schon vorher verwendet, bevor ich diese Partnerschaft eingegangen bin. Aber gerade weil mich der neue Rucksack hier so begeistert, habe ich gedacht, ich mache mal ein Video drüber. Die Produkte, die neuen in dem Dura Diamond, wie sie heißen, Material, sind jetzt gerade erst frisch auf den Markt gekommen. Und ich hatte bisher den Ajna von F-Stop, also den kleineren 40 Liter Rucksack, und habe jetzt hier für die Reise mich für den größeren entschieden, für den Tilopa. Der Grund steht hier. Ich habe einen 600 mm 4.0 dabei und das wiegt nicht so viel, aber das ist lang. Das heißt, ohne Sonnenlichtblende ist es genau einen halben Meter lang. Und da brauche ich einfach einen größeren Rucksack, damit das auch reingeht. Und hier da vielleicht gleich mal eine Besonderheit. Also ich werde euch jetzt einfach Close-Up-Videos reinschneiden, damit ich hier die ganze Zeit nicht mit diesem Rucksack hantieren muss. Ich zeige euch hier nochmal ganz kurz. Was ist die Besonderheit bei F-Stop? Also die Besonderheit, was F-Stop anbietet, ist, dass ihr im Prinzip eine Rucksackhülle kauft. Und da könnt ihr dann sogenannte ICUs, also so Compartment Units, reinbauen. Das heißt, ihr könnt über euer Innenleben vollkommen frei entscheiden. Wie ihr hier seht, ich habe hier diesmal das Größte, also das XL-Compartment für den Rucksack gewählt. Ganz einfach, damit ich dieses Objektiv unterbringe. Zu Hause habe ich noch die L-Version, die ist meistens bei mir im Einsatz, auch gerade wenn ich mit dem Aschner unterwegs bin. Aber die könnt ihr natürlich auch hier rein tun, was dann zur Folge hat, dass ihr hier im oberen Bereich einfach noch mehr Platz habt, um Dinge rein tun zu können. Entweder ein Drone-Bag oder eben einfach auch nur Jacke oder was zu essen oder zu trinken, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also ihr seid da sehr flexibel, weil das Innenleben einfach so flexibel ist. Und ihr könnt diese komplette ICU einfach rausnehmen aus dem Rucksack und gegen eine andere austauschen, und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Warum bin ich jetzt so begeistert von diesem Rucksack, dass ich sage, okay, ich muss da jetzt ein Video machen? Ganz einfach, ich habe noch keinen Rucksack, den ich so perfekt auf mich einstellen konnte. Und da merkt man eins, ich habe mich, war auch cool bei der Firma, ich habe mich mit dem Entwickler, also mit dem Inhaber von der Firma lange unterhalten, und kommt halt auch aus dem Bergsteigerbereich. Und das merkt man diesem Rucksack extrem an. Also zum einen hat das Ganze ein Aluminium-Innengestell. Das heißt, im Prinzip wie bei einem sehr, sehr hochwertigen Wanderrucksack habe ich hier ein Tragegestell. Das heißt, ich kann auch schwerere Dinge problemlos transportieren. Und ich war vorgestern, bin ich hier oben auf Big Daddy hochgewandert. Ich bin schier gestorben, obwohl wir das früh morgens gemacht haben. Wer Big Daddy nicht kennt, das ist im Dead Flay. Das ist eine der größten Sanddünen der Welt, 350 Meter hoch. Und der Anstieg da hoch ist Hölle. Trotzdem habe ich den Rucksack, ja, natürlich habe ich ihn gemerkt, aber es war super easy mit ihm da hochzulaufen. Hat natürlich noch einen Hüftgurt, und die Lastverteilung über den Hüftgurt und dann durch die Schulterstraps, die ich natürlich auch anpassen kann, war so gut, dass es mir wirklich, dass ich nicht als störend empfunden habe, einen Rucksack auf dem Rücken zu haben. Und das will was heißen, wenn man eben diese steile Düne nach oben klettert. Da muss ich sagen, hatte ich schon Rucksäcke, die deutlich schlechter anpassbar waren. Und wie gesagt, gerade durch dieses Aluminium-Innengestell verteilt sich halt die Last einfach sehr gut. Und was er eben auch hat, er hat unfassbar viele. Ich habe es extra vor diesem Video nachgeschaut. Er hat insgesamt 22 Befestigungsmöglichkeiten für Stative, für Snowboards, für whatever.
Also Dinge, die ich alle natürlich nicht brauche, aber manche Dinge finde ich ja doch praktisch, wie zum Beispiel, das muss ich euch gerade das nochmal hier zeigen. Ne, jetzt sehe ich auf der anderen Seite. Ach, ich zeige es euch im Close-Up, das ist leichter. Ich kann hier auf die Seite einen Trinkschlauch reinmachen und habe dann oben Auslass, wie eben bei hochwertigen Wanderrucksäcken auch. Das heißt, wenn ich so wie ich hier in der Wüste unterwegs bin, kann ich wunderbar hier ein Trinksystem einbauen und habe keinerlei Schwierigkeiten. Auch das Innenleben, das hat sich deutlich, deutlich verändert, gerade zum Beispiel zu meinem Aschner vorher. Jetzt habe ich im Deckel ein Laptopfach. Ich habe Fächer, wie ihr hier seht, die lassen sich, die Verschlüsse sind mit Magnet, das heißt sehr, sehr schnell öffnen und schließbar. Und was hier für Afrika natürlich noch unfassbar wichtig ist, und deswegen finde ich es auch extrem, zeige euch hier nochmal ein Close-up hier auf diese Nähte. Der Rucksack ist größtenteils, und das ermöglicht eben dieses Dura-Diamond-Material, verschweißt. Das heißt, der ist ultradicht. Und was ich hier nicht gebrauchen kann, ist Sand in meiner Fotoausrüstung. Und deswegen brauche ich einen Rucksack, der absolut dicht ist. Deswegen sind die Zipper reingeschweißt. Deswegen sind viele Nähte, wie gesagt, genäht und geschweißt. Das heißt, das Ganze ist einfach extrem dicht. Das heißt, kein Wasser eindringen, ergo kann auch kein Staub eindringen. Also, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Punkt gefunden, der mich an diesem Rucksack stört. Und deswegen, ich hatte es ja auch schon mal in einem Instagram-Post gesagt, das ist tatsächlich, glaube ich, der beste Rucksack, den ich bisher in meiner Karriere auf dem Rücken hatte. Er ist extrem durchdacht, weil er eben aus dem Bergsportbereich kommt, oder da seine Ursprünge hat, muss ich sagen. Aber diese Firma eben, und das finde ich so toll, deswegen habe ich gesagt, dadurch, dass ich jetzt Bestandteil dieses Ambassador-Programms oder Pathfinder, wie es bei F-Stop heißt, ist, du kriegst permanent Fragen gestellt, in welche Richtung sollen die Produkte entwickelt werden. Und das ist halt was mit diesem Rucksack anmerkt, dass hier ganz viele Fotografen ihr Feedback gegeben haben, was muss in diesen Rucksack rein, was muss noch verändert werden. Die Vorgänger, die waren schon sehr, sehr gut. Ich war 2019, als ich einen ISO-Dreh gemacht habe, da habe ich meinen ersten F-Stop-Rucksack, den Aschner, eben mit dabei gehabt und fand den schon super gut. Und ich hätte nicht gedacht, dass man noch so viel verbessern kann, aber man hat extrem viel verbessert, weil halt das Feedback von Fotografen hier in die Entwicklung mit eingeflossen ist. Also ich bin mehr als happy. Noch kurz was zum Gewicht. Ich glaube, leer wiegt der 1,93 Kilogramm. Ist nicht der leichteste, gibt es mit Sicherheit leichtere, aber wenn ich eben wirklich was haben möchte, was für mich funktioniert, sprich extrem guter Tragekomfort, wasserstaubdicht. Das ist halt einfach was man halt nicht mit ganz, ganz leichten Rucksäcken erreicht. Also da, wo es ging, zum Beispiel hier die ganzen Verschlüsse, es ist Aluminium, es ist leichtes Metall, was geht. Also, aber eben auch an den wichtigen Stellen eben kein Plastik, sondern eben Aluminium. Da, wo halt wirklich Belastung drauf ist, wie vorne bei der Schnalle vom Hüftgurt. Und das sind alles Sachen, ganz, ganz viele kleine Punkte, die diesen Rucksack für mich besonders machen. Deswegen von mir gibt es eine klare Empfehlung. Kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, ich werde hier weiterhin noch viel Spaß haben mit diesem Rucksack. Meine Tour ist erstmal so auf der Hälfte und ich habe hier noch 3 Wochen vor mir, wo ich durch Namibia mit dem Rucksack reisen kann. Ich bin mehr als happy, dass es gerade so vor dem Trip noch geklappt hat, dass ich den mitnehmen konnte. Und ja, werde in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr missen. Schaut euch die ganzen technischen Details an. Wie gesagt, ich bin kein Produkttester im Sinne von, dass ich euch jetzt die ganzen Facts aufzähle. Das findet ihr alles auf der F-Stop-Seite. Wem die technischen Daten noch mehr interessieren, von mir gab es einfach erstmal einen Einblick, was das praktische Arbeiten damit betrifft, was mich überzeugt hat damit. Und ja, in diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße aus Namibia. Ich hoffe, das mit den Windgeräuschen war okay, nicht zu störend. Aber definitiv wollte ich hier nicht drinnen drehen, deswegen liebe Grüße nach Deutschland und ja, bis zum nächsten Video.